Jetzt kommt es ganz gut rein. Kann zusammenlängen, durch den Druck aufbauen, versucht vordurch zu laufen. Ja, da macht er alles richtig. Der andere Simon, Sieger in diesem Eidgenossen-Duell. Ja, der ist von Anfang an wirklich parat gewesen, hat man das Gefühl gehabt, hat von Anfang an die Vorbereitung im Verlauf des Fest weniger Zeit. Ja, das ist der Bieri. Sprung vom Bieri. Oh, der Bieri! Zenger hat noch versucht abzuschunken, aber ein bisschen zu wenig Schwung verdutzt. Man kann sehen, wenn man die Bieri macht in dieser Situation, dann ist das Kreuz ist einfach brandgefährlich. Das hat er hier eigentlich mehr bewiesen. Übersprung, Kreuzgriff. Auch hier fehlt nicht viel, könnte vielleicht die Bieri drauf abziehen. Die Bieri hat das Gewicht super verlagert. Kann den Gegner zurück übersteigen. Und den Wenger und den Zenger überdrehen. Oh! Ja, da kommt der Kreis. Ja! Bless Michael gewinnt den Kampf! Da hätte man den Rücken ein bisschen feiner abputzen können. Bless Michael! Klar, er ist gerade niederlagend gekommen und gewinnt drauf, das ist natürlich emotional. War recht geladen, der Remo hat versucht reinzukumpen, verfällt das Bein, fällt auf die Seiten ab und der Bless kommt da super rein. Er hat versucht, hier noch zu brücken, aber ist im Moment zu tief. Man sieht hier, wie er den Arm nicht mehr rausbringt. Und dann wird es natürlich extrem schwierig. Man sieht so einen linken Fußstich. Zuerst vom Orlik. In diesem Moment ist der Gang gestellt. Orlik gegen Müllenstein. Mutiger Move, vielleicht noch mit einem letzten Angriff. Und wieder gehen sie Richtung Sackmauerrand, bevor ein Angriff kommt. Da ist der Angriff! Ja, das wird jetzt. Jetzt muss erst den Griff wechseln, bringt der Nötzli den Arm noch eins raus. Ja, der Nötzli kommt da draus raus. Der Kämpf hat natürlich ein bisschen müssen juffeln, weil er eine gewisse Zeit läuft ab. Und so geht es ein Gestellte hier. Hier schon in seinem 23. Eidgenossen. Kampflapp nicht nach der Schurtenberger. Wow! Der Bösch ist platt auf dem Rücken. Ja, das ist jetzt ein typischer Aktionssieg. Oh, fast der Bösch hat das Gefühl, der Kampfrichter ruft ab am Platzrand. Das hat nichts, das zeigt einiges mehr. Der Kampf wird einfach erst dann unterbrochen, wenn der Kampfrichter halten gesagt. Schurtenberger hat das realisiert, kann dort relativ problemlos ins Kreuz längen. Und dann ist er natürlich brutal dran geblieben. Der Bösch nachher durch das auf 50 Grad gestanden. Jetzt muss der Schurzer Schuler selber mit einhaken. Wenger von Wenger. Wenger! Oh, der Wenger gewinnt den Kampf! Es ist schon verrückt, jetzt ist der Schuler so gut weg, aber irgendwie passt der Schuler im Weg. Ja, der Wenger kommt das über die Vorzeit, der Schuler dreht sich zuerst noch aus. Wenger hat aber gut Hosengriff, zieht ihn hier zurück und in diesem Moment ist der Schuler zu tief vorn. Normalerweise geht es bei denen zwei gerade los, das ist jetzt auch so. Oh! Oh! Und der Wicke! Ja, da haben wir jetzt gut gesehen, es kann ein Vorteil sein, wenn man kleiner ist. Der Wicke ist von Anfang an Teufel gestanden, mit der neuen Teufel gewesen. Und wenn es bei ihm mal nach einer Opsi geht, also er lässt vom Gegner keine Chance mehr, dass der wieder runterrutschen kann, dann bleibt er einfach dran. Und mit jedem Ruck geht es ein bisschen höher rauf, bis er sich nachher im Kurz rausziehen kann. Und hier zieht zuerst der Eschbacher an, von dem an steht der Wicke schon tiefer, in dem Moment, wo er ihn abstellt. Und der bleibt brutal dran. Es ist unglaublich. Und der Eschbacher verliert fast nie in dieser Saison zweimal. Das ist jetzt die dritte Niederlage. Der Wicke. Oh, das Bein sehr hoch. Da ist es wirklich Bein zusammen absolut darauf abgekommen. Giger sehr gute Brücke, aber dort also der Alpine wirklich super gut. Der Giger hat seit zwei Jahren keinen Kampf mehr verloren. Hey, kommt er da noch mal raus? Der Giger hat eine sensationelle Brücke. Er ist unglaublich stark in dieser Position. Aber es geht noch eineinhalb Minuten. Da muss jetzt der Alpine versuchen, das Gewicht möglichst gut zu verlagern.
ja, nicht zu weit drüber zu gehen, dass er den Gegner dran reissen kann. Aber der Gang geht über eine Minute noch, also das wird sein. Ja, man sieht hinten noch, absolut top, hat er nicht mehr, der Alpiger. Ja, irgendwann können wir Kraft. Gleichwohl sinkt der Giger ging ein bisschen tiefer. Also, auf, da probiert er, und jetzt ist vorbei. Der Alpiger leckt doch nicht. Ja, in dieser Entscheidung jetzt wirklich noch beide zusammen. Er ist alles riskiert, sie beide zusammen aufgehen. Ich muss den Reichmut fragen, ob das okay ist. Und der Reichmut hat gesagt, klar, nimm den Stocki. Das kann mir auch helfen, oh. Der Stocki! Ja, der Stocki lässt den Reichmut auf den Rücken. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Heieieiei. Ja, da sieht man jetzt, wenn der Stocki wild entschlossen ist, wenn er da rein kann, aufladen im Kurzen so, das geht hoch oben runter. Ja, da hat keiner eine Chance. Wenn der Stocki die Mentalität, die er in diesem Zug hatte, in den letzten 15 Jahren häufiger hatte, dann hat keiner irgendetwas Grosses gewonnen. Wüsste nicht, dass das noch einmal vorkommt. Achtung, Orlik kommt gut rein. Ja, liegt hier extrem dran. Der Orlik, Leiter König Klarner auf den Rücken, wird seine Favoritenrolle in diesem Kampf gerecht. Er hatte einen Moment der Stillstand, wo der Klarner nachziehen wollte. Ist ihm aber nicht gelungen. Und auch dort ist er einfach konsequent dran geblieben. Lenkt jetzt hier ins Kreuz. In dieser Situation ist natürlich ein Fußstich nicht mehr gefährlich. Und von hier an, natürlich optimal, da kann man den Gegner nur noch reisen. So. Er holt sich maximal noch. Ja. Und in dieser Situation hat man schon gesehen, was für ein Zweikämpfer das Orlik ist. Gut drin, und die Zeit läuft ab 20 Sekunden. Oder der Rock kommt wieder raus. Er kann ihn zwar zurücknehmen, aber einfach, wenn er eine gute Brücke hat, er kann nicht Druck auf den Oberkörper geben. Das ist es in der Regel für einen, der sich das gewöhnt ist, kein Problem, dort rauszukommen. Ich sehe jetzt noch, es ist absolut kein Druck möglich auf den Oberkörper. Und für Reichmuth ist das Albtraum-Szenario jetzt in diesem Moment Tatsache. Zwei Kämpfe, einer verloren, einer gestellt. Der Reichmuth ist nach allen Regeln von der Wahrscheinlichkeit kein Schlussgangkandidat mehr. Das ist brutal. Ja, das ist sicher jetzt wieder eine weitere saftige Überraschung, die wir jetzt schon Vormittag erleben. Er hat sein Ziel 100% erreicht in diesem Kampf. Rot Dominik. Widerstehlichen Vicky Joel. Julien Roger gewonnen gegen Braun Samuel. Also der ist sehr gut. Wie das Fest gestartet. Reschbacher kommt jetzt hier in den Rock rein. Versucht gerade den Boden im Bauer Kniekehlengriff nachzufahren. Schafft das auch. Also er kann das Albtraum-Szenario, das der Reichmuth jetzt erlebt hat, verhindern. Mit diesem Sieg hier. Ja, wenn er einfach mal so drinnen ist, wenn er dort einsteigen kann mit dem rechten Bein, dann ist er immer brandgefährlich. Kniekehlengriff, Druck gegen den Oberkörper. Wäre insofern besser, der bleibt er einigermaßen vor dabei. Hat vielleicht einen, der eher angreift, Gegner, was ihm mehr Möglichkeiten gibt. Also für einen Klarner könnte das eine bittere Geschichte werden. 6 Minuten vorbei. Er hat tatsächlich kein Mittel gefunden. Der Klarner Matthias gegen Geister Lars. Wo perfekt. Oh, 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 oh! Das wird gut sein, denke ich. Müsste eigentlich. Aber unmittelbar vor Ablauf der Kampftour bekommt er das Resultat. Gestellt. Es sieht ganz danach aus, dass. Eieieiei. Die Zeit bereits ist abgelaufen, dann, wo er ganz dumm war. Wir haben es natürlich jetzt nicht gehört, wenn das der Kampfrichter schon gesagt hat, fertig. Das kann in diesem Moment sein, vorne kurz bevor er dumm war. Bekommt er doch den Sieg. Feinbar. Er hat den Rücken abputzen nicht gesehen, aber er hat es doch noch gelenkt. Der Schee wieder freigeben. Ja, das passiert nicht mehr. Wenger gegen Bless, der Kampf Ende gestellt. Für beide kein Beinbruch nach ihrem gewonnenen ersten Gang. Das Zeichen sein für das schwingerische Vorbild vom Alpiger Nick. Für den Bieri Christoph, der nächste Gegner ist vom Stucki. Achtung! Oh, der Schenk!
der Schenk legt der Alpiger auf den Rücken. Das gibt es genau da kurz zu sein. Der Alpiger, ja, blitzschnell ins Gefühl. In der Gold, dem seine Verletzung ist wieder aufgebrochen. Es hat mich schon gedacht, er hat verhalten, geschwungen. Vielleicht hat er es nach seinem grossen Sieg gegen Giger schon gespürt. Das sieht leider nicht gut aus beim Alpiger. Eieiei. Oh je. Yeah. Hier blitzschnell, wie er da eins, zwei Mal noch nachsetzen muss. Wenn er so gesehen hat, wirklich praktisch mit dem Gegner eine ganze Drei gemacht, bis er nachher mit dem Gegner. Jetzt zieht er durch. Da geht's also, wir haben versucht zu kommen, aber jetzt hat es nicht gelangt. Stucki Christian! Zweiter Sieg im zweiten Kampf. Kommt hier um eine Blitzniederlage um. Er musste wirklich ein paar Mal müssen nachgumpen, bis er wirklich genug Schwung hatte. Dann aus der Drehung raus, da wirklich auf den letzten Zacken. Ja. Ganz Schwung mitgenommen, kann sich ausdrehen und den Wicke drüber reissen. Und man hat es gesehen, ganz klar, der andere ist nicht dumm. Er hat sich hier also bravourös verteidigt. Unter den Augen von seinem Berner Kollegen Stucki Christen. Wicke greift wieder. Wieder in kurz. Und jetzt aber sehr gut. Wieder hart. Der andere noch etwas härter. Ja, er ist doch hier schon bereits im Armschlüssel drin. Also wenn er hier nicht noch einen krassen Fehler macht, der Wiki, dann wird das ganz schwierig für einen anderen Ekonomen rauszukommen. Serige Fehler macht der Wiki eigentlich nicht. Und er hat noch fast 5 Minuten Zeit. Also für andere. Oh! Ja, jetzt ist gut. Ja. Wiki Joel! Oh, er, zweiter Sieg im zweiten Kampf. Ja, ordentlich dreht da der Knäckig. Oh, Achtung! Oh! Uiuiui! Der Ohrlich war nicht dumm gewesen. Ja, da der Blick vom Knäckig jetzt fast ein bisschen früher Richtung Kampfrichter. Genau. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn er hier konsequent dranbleiben wäre. Sehr gut drin, da wirklich im letzten Moment kann sich da der Ohrlich wieder aufrichten. Eieiei, also wahrscheinlich nicht ganz bis Mitte Schulterblatt, aber es war also haarscharf, ein bisschen ähnlich. Stich jetzt. Er lässt halt einfach nicht lassen, der Ohrlik, auch wenn es brenzlig wird, bei der Seitenlage. Ja, da gibt es kein Raus für den Gnädi. Da gibt es kein Raus, der Ohrlik gewinnt den Gang. Also, wir haben es hier am Boden noch einmal vielleicht. Ein Überwurf oder so etwas, muss aber wirklich sehr schnell gehen, die Zeit läuft. Er ist ja zeitlang ringen, der Vorher Arnold, aber auch das war in seinem besten Jahr gewesen. Der Kampf hier Ende gestellt, der Vorher Arnold nach drei Gängen mit einem unrunden Schritt. Aber vor allem hat er noch kein Plus auf seinem Notenblatt. Es ist viel so, dass der Gegner nachher im Prinzip, wenn man die Reaktion macht, eigentlich so quasi, es ist eh gerade halt. Dass der Gegner dann auch das Gefühl hat, das ist eh halt. Und dann lässt er auch gleich gehen. Körperspannung lässt noch. Aber wenn es natürlich einer checkt und dort nicht noch lässt, noch ein bisschen den Kampfrichter vielleicht im Augenwinkel hat, wie der reagiert, ja, der hat unter Umständen schon noch eine Chance. 7 Minuten vorbei und zwar resultatlos gestellt zwischen Waser und dem Anderegg. Der Anderegg, sein Gegner hier, der Langsven, der Käser mit 2 Niederlage in der 2. Gang. Die zweite. Gut, da schafft er jetzt wieder, also scheinbar funktioniert es wieder. Oh, Blitzsieg vom Käser Remo. Ja, er hat hier immer die Kniekehle gegriffen, hat den Gegner an den Boden nehmen, ist dann auch konsequent dran geblieben, hat die Möglichkeit nicht mehr noch eins abzustehen. Ja, der Kramer schwingt einfach halt sicher auch lieber mit denen, die auf ihn loskommen. Ja, was dabei ist, nicht unbedingt noch. Aber das sieht gut aus. Es wird Maximalnoten geben. Und wahrscheinlich im nächsten Durchgang ist er dann in diesen Gegnerinnen, die wahrscheinlich auch wieder selber gewinnen wollen und vielleicht nicht unbedingt auf den Gestellten aus sind. Und wo er eben dann auch irgendwann muss einen besiegen oder zumindest stellen, einen von den ganz Bösen. Damit es am Ende von dem Eidgenössischen einen Kranz gibt für die Südwestschweizer, die so sehnlich darauf warten. Das hier ein souveräner Sieg, Maximalnoten für Kramer Lario. Nachher gewonnen gegen Bürli Roger.
Und der Eschbacher. Ja, mit der vorhin gesehen, im ersten Zug normalerweise, je nachdem, wer er geht, der Eschbacher konsequent machen. Er hat dort Lagore, hat das Zähne gesucht. Im zweiten Zug ist er schon bereits wieder reingekommen in den Innerhaken. Er hat dort wirklich versucht, das Zähne zu machen. Nach dem Boden den Gegner noch einmal aufnehmen. Aber so wie es aussieht, an der Reaktion nach, gibt es die maximalen Noten nicht. Er hat ihn zwar noch einmal aufgenommen, der war aber noch nicht gut gewesen. Hier ging er ab auf die Brücke, ganz klar, man sieht unten durch, nicht Resultat. Nimmt ihn auf, hier auch nicht. Und jetzt ist Resultat, aber auch mit einem 9-7-5. Oh ja, jetzt, oh, der Glarner liegt auf dem Rücken. Der Glarner verliert den Kampf. Ja, das ist jetzt recht überraschend, der Glarner hat eigentlich dort angezogen. Ich weiß nicht, ob noch etwas nicht klar ist. Ja, ist halt die Frage, hat der linke Hosengriff gehabt, aber die drei Kampfrichter haben Rücksprache genommen miteinander und die zwei am Tisch haben den im Platz davon überzeugt, Momo ist gut gewesen, darum der Glarner muss sich das Sackmaul vom Rücken putzen und jetzt kann es ganz bitter rauskommen für den König Glarner im vierten Gang. Wenn er den nicht gewinnt, könnte es sein, dass der Wettkampf für ihn vorbei ist. Und der linke, ja, der. Einer von den grösseren Siegen in seiner Karriere. Schauen wir genau her. Plan hier im Kurz. Linke Lopeidgriffe gehen. Geht hier auf die Seite. Reit noch auf der Seite. Der linke nimmt nach einer Hose, dreht weiter. Es ist natürlich die Frage, von wann interpretieren wir den Angriff vom Linken? Er hat sicher am Anfang, als der Glarner richtig Rücken hat, keinen Griff gehabt. Nachher, der schon. Ja, wenn lässt der Glarner ganz genau den Griff lassen. Rückklapper, Studinger, ja. Studinger hier momentan unsicher. Hat keinen Griff mehr gehabt. Ich recht gewusst, wo die wieder zuhören, wo die nicht zuhören. Der Wenger hat das Einschalt ausgenutzt. Hier zeitwärts suchen wollen. Moment lang zögern, gar keinen Griff kann selber. Der Wenger checkt das sofort, bleibt dran und holt sich eine weitere Maximalnote. Ja, der Wenger, König von 2010, guter Wettkampf, ein gutes Notenblatt mit dem Schuler, mit dem Bless und mit einem, der zwei gewonnen hat zu diesem Zeitpunkt. Lieber hoch geht's. Ja. Letztlich ganz, ganz souverän. Feine Klinge vom Schurtenberger Sven, der auch sehr rauch schwingen kann, aber das hat er jetzt richtig elegant gemacht. Ja, das war jetzt technisch stark, wie er hier jetzt erst im Weiberhock anhängt. Das geht nicht, dann dreht er rechts um ihn ab. Er hier ganz kontrolliert mit extrem engem Griff, dass es kein Haus gibt für eine Rolle. Schurtenberger. Giger zieht gerade an. Neustich! Der Giger auf dem Rücken! Das gibt's gar nicht. Ein Suppiger mit einem brillanten Konter. Heieieiei! Ja, weitere absolute Riesenüberraschung. Giger ist der, der zuerst eigentlich anzieht. Sofort die Entscheidung gesucht. Unglaubliche Geschichte. Und vielleicht ist es ein bisschen die Folge von der Startniederlage. Der Giger ist unter Druck, er will. Vielleicht macht er gerade ein bisschen unüberlegt. Und da ist halt einer wie ein Suppiger parat, zum Reagieren. Der Giger und der Reichmuth sind zurückgekommen. Er probiert noch kurz zu ziehen. Stellt der Gegner noch einmal ab, in dem Moment der Neustich vom Suppiger. Bleibt sehr eng dran, glaubt an seine Chancen. Ja, und der Giger, der so eine starke Verteidigung hat, keine Chance hier dieser Niederlage zu entkommen. Sicher selber auch ein bisschen überrascht, weil normalerweise geht der Gerede auf die Brücke, aber hier ist er wirklich gerade ein Spurtsport gekommen. Das eine oder andere Mal verlängert. Jetzt allerdings ist eins gut reagiert. Jetzt muss er eigentlich nur noch dranbleiben, gut haben. Ganz gut. Und der Schenk, dritter Sieg im dritten Gang. Super Wettkampf. Hier letztes Versuch noch eins, wenn er fast wie ein Fußstich. So ein Abstechen auf die Seiten runter. Gegner geht ins Leere.
Und so drinnen, da muss man einfach wirklich eine Geduld haben, er hat alle Zeit noch. Holt sich das ein. Super unterwegs. Ja. Die Mehe braucht. Er ist schon parat. Ja, das sagt man. Die Schulter jetzt kann nicht gut aussehen. Ja. Super Zug vom Stucki, wirklich. Konsequent, hoch oben runter. Und natürlich versucht sich der Suppiger hier abzustutzen, aber gegen die Macht, gegen die Gewalt, da gibt es keinen Stutz. Ja, es kommt einfach dort eine Riesenkraft hin. Wow. Ja, kann man gar nicht zuschauen. Das ist eindeutig der Zeitgang gegen das Bänkchen. Du bist vom Rücktritt zurückgekommen, aber er hat gesagt, jetzt probiere ich es einfach gleich nochmal. Jetzt habe ich vor 3 Jahren den eidgenössischen Kranz, den ich mir so geträumt habe, einen Viertel verpasst. Jetzt heisst sein nächster Gegner Vicky. Und das ist natürlich ein schwieriger Fall, der Vicky. Und gibt das wieder eine kurze Entscheidung? Es darf nicht wahr sein. Ja, der Vicky lässt einfach nicht mehr, wenn er einen in den Kurz hineinlässt. Das Entscheid kann passieren. Ja, das wird auch der Käser Remo wissen, der sich hier ein bisschen Zeit lässt, im Griff fassen. Es gibt einen Gestellten. Ein Sieg, ein Gestellter, 2 Niederlagen auf dem Notenblatt vom Käser Remo. So hat er sich das nicht vorgestellt, obwohl die Voraussetzungen nach der Eckenverletzung sicher nicht die besten sind. Lottmann Urs, alles andere als ein einfacher Gegner für den Glarner, aber der Glarner gewinnt gegen Dopmen. Der Glarner Matthias mit dem ersten Sieg an diesem Fest. Ja, da hat er jetzt wieder wunderbar Fußstich können ziehen. Hier der Griffwechsel vom Dopmen. Dann können die blitzschnelle Drei vom Glarner. Er gewinnt den Platz. Ja. Kramer schon wieder in seiner Situation. Oh! Ja, das ist genau das. Oh, Kramer, Lario! Er hat jetzt am Ulrich einfach wirklich absolut keine Ruhe gelassen. Konsequent hat er den Griff gesucht. Steht am Schluss am Ende Übersprung. Und wenn es dann mal geht, dann geht es in der Regel gerade runter. Und wenn du solche Kämpfe gewinnst, dann holst du am Schluss den eidgenössischen Kranz. Vielleicht ein bisschen bevorzugt wie die Reiteilung, weil man schon ein sehr starkes Pensum hat. Aber jetzt hier der Giger, ja. Jetzt hat er wirklich konsequent den Kurz durchgezogen. Und wenn eben der Giger konsequent den Kurz durchzieht, dann wird es kein Übel werden. Klar, wenn er den Gegner mal richtig nach Boden hat, dann lässt er in der Regel auch nicht mehr zu Boden. So geht es auch in diesem Fall. Giger Samuel, zweimal ein 10, zweimal ein 8,5. Das steht vom Wenger. Wieder zu neu gegriffen. Besser bekommt es gut. Ja, souverän, muss man sagen. Wirklich, der Wenger-Kilian, der gefällt mir heute und der bleibt sehr, sehr weit vorne im Klassement. Wenger hat sich jetzt gegen den Rohr wirklich etwas müssen einfallen, dass es gegangen ist. Zuerst hatte er ein bisschen zu viel Zwischenraum vom Gegner her. Aber diesmal nachher in diesem Anlauf hat er das wirklich super gelöst. Kniekehlengriff. Wirklich noch eng dran geblieben. Ja, das ist geschickt gemacht. Wirklich geschickt gemacht. Rohrer Ivan hier ohne Chance, sich über seine Brücke zu retten. Der Wenger Kilian bald Fuß, der bekommt sogar ein 10. 38,5 Punkte nach 4 Gängen. Das ist ein super Ergebnis vor dem Kampf. Aber jetzt haben sich die Beiter mit abgefunden, dass man sich hier gestellt trennt. Der Schuler mit der allerletzten Aktion. Jetzt sind die 7 Minuten durch. Ein intensiver, gestellter Gang zwischen Morlik Kurdin und dem Schuler Christian, der beiden das Leben schwerer macht im weiteren Verlauf von diesem Wettkampf. Ein gestellter Gang zwischen Gnägi und dem Steinauer. Wollt abschließen. Oh, der Eschbacher mit einem Blitz über den Zwissig. Inner Hocken, gerade hinten runter. Für den Zwissig, Raphael, die erste Niederlage. Zwei gestellt einen gewonnen bis jetzt. Hier ist allerdings nichts zu machen. Er kommt da wunderbar rein.
Das Wissing versucht noch rückwärts zu laufen, funktioniert aber in der Regel gegen innen offen nicht. Es hilft sogar dem Gegner. Der Eschbacher, der hier die erste Maximalnote holt. Ja, ja. Jetzt der Stucki Christian mit dem 10. Er wird das. Ja, erste 50% Pensum vom eidgenössischen 19 im ersten Rang beenden. Achtung auf den Stucki! Ganz eine wuchtige Kurze, und sieht, wie hoch dass der Herger am Boden ist. Die Spalten ist schon in der Luft, ist schon quer. Und auch wenn die Gewalt hinten nachkommt, das ist fast unmöglich, da wieder rauszukommen. Gewonnen gegen Zenger Niklaus, gewonnen gegen Graber Willi, gewonnen gegen Zürcher Remo, jetzt schon der dritte. Berner Eidgenoss auf dem Notenblatt. Und der Griff geht wieder an der Bieri. Ja, der Bieri hier im Hüfter kommt da sehr gut rein. Es wird schwierig, dass der Kämpfer rauskommt. Das klingt aber nicht. Bieri Marcel mit einem sensationellen Samstag. Unglaublich. Also mit diesem Notenblatt vier Siege. Das ist der Hammer. Kropf Thomas ist sein Gegner. Der Berner. Oh, ja, der Kropf! Der Kropf. Oh, das ist das Resultat. Der Kropf legt den Alpiger auf den Rücken. Das ist eine Sensation. Weitere Riesenüberraschung. Der Kropf, da weiss man, er ist sehr stark, wenn er dort ins Kreuz lenken kann. Er ist einer von deinem Club. Genau. Gilchberger Schwinger. Das probiert er konsequent. Super, wie er hier nachgeht. Der Alpiger versucht dann über die Ellbogen wegzukommen. Bricht in diesem Moment ein. Versucht hier zwar weiterzufahren, der Kropf drunter unter zu sein, aber das nützt schon bereits alles nicht mehr. Er ist unten gewesen, der Alpiger, und darum jubelt der Kropf, der schon der Bösch auf dem Notenblatt hat. Und jetzt der Alpiger. Der Mann, der Studemann! Oh! Oh, der Studemann! Der Studemann gewinnt gegen Schurtenberger, das gibt's gar nicht. Ja, der hat jetzt ganz klar wahrscheinlich hat jetzt die Kondition einfach überhand genommen. Kraftmässig der Studemann sicher dem Schurtenberger Ränder überlegen. Er hat noch gewartet bis in die letzten Minuten. Er hat dann noch alles in den Fußstich hineingesetzt, der am Anfang nicht ganz gegangen ist. Und den Boden kommt der Schurtenberger zuerst noch eins, zwei Mal weg. Aber nachher, wenn man dort erschöpft ist, macht man unter Umständen Fehler. Und irgendwann weiss man, jetzt ist es so weit, da komme ich nicht raus. Und hier zuerst kommt er noch eins weg, dreht sich noch eins aus. Aber die Schöpfung ist zu gross. Studemann bleibt eng dran, kann er dort zurücknehmen. Ja, aber der Studemann ist schon ein frecher Game. Er hat von Anfang an den Schurtenberger angegriffen. Man weiss, wie stark es der ist. Man weiss, wie gefährlich es der ist. Man weiss, wie viele Gänge es der schon gewonnen hat das Jahr. Aber der Studemann, das ist einer von denen. Oh, und Fälle. Ja, jetzt ein Ohrlick. Ja, das war ein intensiver Kampf. Rohrlich, aber wie man ihn kennt, wenn er mal die Chancen bekommt, wenn man hier ins Stolpern kommt, dann bleibt er extrem eng am Gegner ran. Die Drehung lenkt sofort zusammen, bleibt dran und holt sich ein weiteres Zehn. Jetzt gegen einen Ostschweizer, gegen Thurgauer. Dominik und die zwei ziehen gerade. Oh, der Wick. Oh, der Wicki! Oh, der Wicki! Wahnsinn, wie er hier kann er selber ziehen. Dreht weiter. Dann bleibt er so, hier so kompakt im Gegner ran. Immer alles voll in Spannung. Bei den Meisterschaften der Jungfleischfachleute. Oh, jetzt Matthias! Wieder der Übersprung. Diesmal hat er den Arm gut. Jetzt versucht er ihn hier zu übersteigen. Ja, das lässt sich Matthias nicht mehr lang gehen. Der Matthias Marcel gewinnt den Kampf. Jetzt der Gigerz. Hier kommt er durch. Wir schwingen Platz 2. Ja, sehr gut drin. Aber jetzt ist es soweit. Giger Samuel. Gestellt, einen gewonnen. Gleich viele Punkte, nämlich 36. Und der Glarner, oh, schön gemacht! Der Wurf von Glarner, schön gemacht. Und das Resultat wird gegeben. Der Glarner Matthias mit einem spektakulären Sieg.
Und es ist ja tatsächlich noch alles möglich für den König. Der Kassel wollte hier abspringen aus dem Platz raus. Plan wunderschön mit dem Überwurf hier. Wuchtig gezogen. Kurz gesehen, der hat Blut an seinem T-Shirt. Das wird etwa nicht von ihm kommen, sondern vom Schüler wahrscheinlich. Der irgendwo einen Schlag ins Gesicht bekommen. Jetzt Steffen Minderhagen, dort ist er sehr stark. Oh, ganz ja, das, wenn bitte er da für den steigen, dann wird es schwierig für den Schüler. Heieiei, das wäre schon eine riesige Überraschung am Sonntagmorgen. Ja, und sie ist in diesem Moment. Das ist sie. Der Steffen Konrad mit einem wirklich unglaublichen Notenblatt ist am Sonntagmorgen immer noch parat. Und leider Schüler Christian Oferen. Ja, da hier hat er jetzt wirklich das erste Mal eigentlich eben konventionell eine Paratmöglichkeit gehabt. Und Jenner Hofen, dort ist es sehr stark. Hast du gesehen? Ja. Schüler hat vielleicht noch gemeint, er könne nachher rein vom körperlichen Unterschied, er könne ihn abreissen. Hier kann der Steffen dann übersteigen. Und dann ist man natürlich optimal im Anschluss zu gewinnen. Und der Schüler ist gewaltig unter Druck bezüglich möglichem Kranzgewinn an diesem Fest. Dann muss der 6., der 7. und der 8. Gang gewinnen. Und dann wird Gasgeber Eschbacher Kropf sicher ein unangenehmer Gegner. Das Bein schon vorne, jawohl. Die Sache ist schon entschieden, der Eschbacher mit einer weiteren 10. Ja, er ist einer der grossen Figuren dieser Saison. Drei grosse Feste hat er gewinnen. Kopf wollte hier zuerst ziehen, der Eschbacher, aber schon in Lauerposition, kommt gerade im ersten Anlauf in den Haken rein. Kurzer Prozess. Ein falscher Schritt und dann kann sie in beide Richtungen gehen. Der Schurtenberger! Ja, Schurtenberger macht es. Hast du mal Fabian Fankus Rerich hat er gestellt. Sein Glanzstück sicher der Sieg gegen Schurtenberg. Ja. Wow, der Bieri! Bieri, Walz kurz. Unglaublich! Der Bieri Marcel, fünfter Sieg im fünften Kampf. Auch eine ziemliche Fangruppe im Schulhaus, wo er arbeitet. Hier blitzschnell wieder umgestellt. Kurzzug, Griff an die Schulter. Schaut mal in der Seitenlage. Aber Bieri hat das auch gut gemacht. Kann auflängen, jacken. Schaut mal übersteigen. Der Studemann bleibt der Kranz eine Option. Natürlich hat mehr Eidgenossen gekämpft dieses Jahr als der Bless und hat noch mehr gewonnen. Und jetzt wieder das Risiko beim Liegen und es kehrt sich gegen ihn. Ja, das macht er sehr gut. Bless Michael! Ja, das ist ein Risiko, das man hat, wenn man drinnen hoch macht gegen einen, der einen guten Schwung hat. Und das hat der Bless. Lässt sich hier fallen und kann der Wiegert abschlucken. Ja, da holt er sich den Applaus von der Ostschweizer Tribüne. Hier sieht es im Moment wirklich noch aus, dass der Wiegert noch den Oberhang hat. Der Bless lässt sich fallen. Man hat den Zwick noch mit den Beinen gesehen. Sofort geht der Griff Oberarm und dann bleibt er natürlich dran. So schlau gemacht vom Bless. Ja, den muss man nicht lernen. Hochattraktiver Kampf von diesen zwei am Sonntagmorgen. Wieder der Orlik macht es zusammen. Aber jetzt der Orlik Carmon! Sehr konsequent dran gewesen. Oh, holt sich da noch zusammen. Leck den Orlik! Noch nie hat es einen Bündner Schwingerkönig gegeben. Ja, da haben wir jetzt gerade einmal mehr gesehen, wenn er so zusammenlenkt und mal in die Dreieck ist, wie gefährlich das ist. Es ist hier fast neben rausgegangen, aber im rechten Moment noch. Ja, nein, den Gegner noch ein bisschen gegen ihn nehmen und auch hier noch eins aufnimmt. Und Wenger absolut keine Sekunde Ruhe lässt dort am Boden. Und sich so sogar noch maximal umlaufen kann. Blitzaktion, aber. Da kommt noch eins. Versucht euch kurz reinzukommen. Der Gang ist gestellt. Vicky gegen Stucki. Der Sieger. Man hat gesehen, wie die Kämpfe im Kreuz eigentlich zusammenlängen wollten. Oh. Und dann das? Ist das gut gewesen? Der Kampfrichter läuft zur Mitte vom Platz, aber der dran vorbei zum Kampfrichtertisch. Der Kämpf jubelt einen Weg, der wird es gut schon gehört haben. Also der Kämpf, kaum sage ich,
Er finde nicht so recht das Mittel. Und da hatte ich das Gefühl, Schäuber ist los, aber super reagiert vom Kämpfer. Ja, er hat da wirklich nicht Luft gelassen, ist gerade dran geblieben. Noch ein Gesetz, der sicher eine Aktion war, die eine Haufen Kraft braucht. Klarner selber macht auch den Fussstich, hier ja. Zieht er kurz. Ja, gut geschafft, Klarner Matthias. Das erste Mal, dass man sieht, dass der Kurz hat funktioniert. Ganz ein wichtiger Gang gewesen. Nicht sicher, dass er den sonst hätte können bezwingen können. Heute wäre es der Schotze. Du, der Rot, Achtung! Rot jetzt hier. Der Reichen aber auch sehr gute Brücke. Da wird er sicher gut müssen. Jetzt im Moment tief. Nachher drücken der Rot, Dominik! Gewinnt den Kampf! Heieiei, das ist eine Überraschung. Dass er nicht verliert, wer noch eins, dass er gewinnt, das ist etwas anderes. Gut, hat er dort nicht gehen. Er ist wirklich konsequent dran geblieben. Jetzt war der Kampfrichter angeschaut. Aber hat sich auch auf den Reichen konzentriert. Hat ihn hier fest in der Brücke eingepackt. Hier in diesem Moment nicht ganz sicher. Dann schaut er kurz. Der Kampfrichter angeschaut, aber ja, immer noch fest in den Griffen geblieben. Genau, also. Und er sicherheitshalber noch ganz runterdrücken. Da gibt es keine Diskussionen. Im Übrigen auch die zwei. Mit 47,25 Punkten nach 5 Gängen. Du bläst gefährlich mit seinen Füßen. Immer wieder, immer wieder. Oh, schön gemacht! Matthias Marcel! Ja, der ist nach dem Fußstich konsequent dran geblieben, der Matthias. Bodenschwung. Das ist interessant, der will jetzt mit Tag sich sofort ausruhen. Gut, noch schauen, noch schauen, was es noch gibt. Genau. Jawohl, schießt es nicht. Sehen wir noch mal, wie es passiert ist. Da die Füße von Matthias, das ist etwas vom Gefährlicher im Schwingsport. Ja. Da kann sich der Steffen noch sehr gut rausdrehen. Und blitzschnell auch hier. Da hat der Steffen keine Ruhe am Boden. Die Schulter ist zwar draussen, aber einfach das Ganze kommt mit zu viel Wucht. Ja, der Gang der wird gestellt. Ja. Die zwei mit ihren ganz ähnlichen Vorzügen, Qualitäten und Möglichkeiten stellen ihren Gang. Bin noch gespannt, wie das jetzt taxiert wird. Es ist dann gleichwohl einiges gegangen. Also möglicherweise haben die zwei mit ihrer Schwingerart, die drei Kampfrichter, die zwei am Tisch und einen Platz davon können überzeugen, dass es 9 gibt. Das wird noch kurz diskutiert. Meint ihr, Bielen? Eher die höhere, eher die tiefere Note. Kann noch nicht ganz unwichtig sein, wenn es am Schluss um Kränze geht. Sie haben einen Entscheid gefunden. Er lautet Graber Willi 9. Er hat ein bisschen mehr gemacht, offensiv. Schuler Alex 8-7-5. Die merken natürlich auch, was passiert. Oh, aber schau! Der Steider! Der lässt nicht locken und holt sich der Sieg. Natürlich mittlerweile auch einfach ein Abnutzungskampf geworden. Ja, alles andere ist auch wichtig, wenn es einen aktiven Gang gibt. Wenn etwas geht, dann kann man auch damit rechnen, dass man einfach gestellt allenfalls ein 9 überkommt. Und das kann für den Schluss nachher schon sehr wichtig sein. Die 7-minütige Gangtour ist abgelaufen. Ein intensiver Kampf zwischen Bobby Seflug, Kilian und dem Döbeli Andreas. Zwei von den Aufsteiger, eben nicht nur von dieser Saison, sondern von den letzten 2, 3, 4 Jahren. Und die Noten, ich bin gespannt, man könnte auch differenzieren. Nein, es gibt für beides 9. Oh, der Kramer! Ja, der Kramer kommt da tief unten rein und holt ihn noch einmal. Der Kramer schafft sich zum Sieg im 6. Gang und kommt dem so ersehnten Südwestschweizer Eidgenossen Kranz einen grossen Schritt nach. Legendärer Schwingclub. So selber an, bricht ja, aber nachher ein. Das kann gefährlich sein. Der Wenger setzt nachher, der Wenger. Er gewinnt den Kampf. Wenger Kilian. Schwierige Aufgabe hat er hier gelöst. Und der Gwerder, von dem werden wir noch viel hören in den nächsten Jahren. Ja, der Gwerder zieht hier an. Wenger muss noch eine Länge unten an den Hosen. Bricht aber nachher selber ein. Der Wenger hat mit der linken Hand sehr gut unten durch. Nimmt den ganzen Schwung mit, von da vor durchlaufen.
Und in diesem Moment nützt alle Brücke nichts, die ich zu tief. Das Resultat ist gut. Doch hier, der Reichmuth hat jetzt zwar sehr gut gegriffen. Kommt hier in den Gammen rein, ja, oh, ja, das ist Prozess. Reichmuth Birmin, vierter Sieg hintereinander. Der Berno Christian und der Neumann Stefan. Oh, ah, oh. Super Zug gewesen vom Schenk hier. Ja, er bleibt da wirklich konsequent dran. Oh, aber der Schortenberger kommt glaub raus. Der Schenk bekommt das Resultat nicht. Ui. Also weit unten war er, der Schortenberger, aber der hat natürlich so unglaubliche Kräfte. Es ist eben schon möglich. In diesem Moment. Die Slow-Motion, die sind eben manchmal noch schwierig für Kampfrichter, die natürlich nicht so viel Zeit haben, zum Schauen. Ja. Aber ja, es wäre... Ja, und wenn wir sie bei der zweiten Verlangsamung immer noch nicht ganz sicher... Die Situation, der Schortenberger probiert vielleicht noch einmal so eine Überraschungsangriff. Da ist er. Letzte Möglichkeit. Und jetzt hat er den Schenk auf dem Rücken. Und hat damit seine zweite eidgenössische Kranz auf sich. Ja, das hätte man erwarten, dass er hier wirklich kurz vor Schluss, wenn er diese Situation noch einmal überkommt, dass er alles versucht. Geht hier blitzschnell rein, lenkt um den Kopf und dann geht es gerade hinterher. Ein bisschen Glück hat der Kader Schortenberger. Vielleicht war er halt schon unten. Jetzt können beide aus dieser Situation schwingen. Wow! Oh, ja. Wow! Der Kurdin Orlik kann weiter drehen. Und der Bötsch liegt auf dem Rücken. Ja, das war sehr viel Risiko von beiden, die sie hier auf sich genommen haben. Einen Moment lang hat es wirklich noch ausgesehen, dass der Bötsch den Oberhang gewinnt. Der Orlik aber im letzten Moment abgeschlunkert. Auch hier. Jetzt hinten runter. Nimmt den ganzen Schwung mit und dort schon unter dem Arm parat und dann fährt er an von Schrauben vordurch. Und das ist die erste, dritte Niederlage in dieser Saison von Bösch Daniel, der praktisch nie verliert. Das ist ein Meisterstück, das Orlik Kurdin hier gelungen ist und wohnen natürlich sehr, sehr nach an den eidgenössischen Kranz bringt. Und noch ein bisschen der Bieri persönlich, der einfach ein flotter Mensch ist. Eschbacher, jetzt ist es passiert! Er muss einmal reinkommen und dann ist es passiert. Ja, in diesem Gang hat man wirklich gemerkt, der Eschbacher war wild entschlossen, den Gang für sich zu entscheiden. Reingumpen, blitzschnell und er sofort Vorwärtsbewegung. Und diesmal hat der Bieri wirklich sehr gut in den Fingern gehabt, ist ganz eng dran geblieben. Der Bieri verliert an diesem Fest das erste Mal, geht ein bisschen zurück, wird immer noch sehr weit vorne sein und ist egal, was noch passiert, eine absolute Bereicherung von diesem Fest. Und der Eschbacher, ähnlich wie im Brünig, Startniederlage und nachher gibt es kein Bremsen mehr für ihn hier. Und wer weiß, was noch passiert, also der Eschbacher im dritten Rang. 0,75 Punkte in der Molik. Wieder ein absoluter Energieanfall vom Wiki hier. Lässt doch absolut keine Zweifel aufkommen. So schnell gegangen. Er hat auch kurz angezogen, aber dann über das Knie abgewehrt. Und das mit einer so einer Wahnsinnswucht oben runter. Da hat der Bläser keine Chance gehabt, sich auszudrehen oder irgendwie auf die Brücke runterzukommen. Der Wiki ist nach dem sechsten Gang mindestens zweit. Es ist unmöglich, dass er erst ist. Je nachdem, was jetzt denn noch passiert. Der Bläs, fünfter vor diesem Kampf, keine Chance hier, aber das ist ja nicht der erste an diesem Fest. Ja, er steht hin und zuletzt hat er das Knie her, lädt ihn dort drüber ab. Der Bläs sofort wieder oben in der Brücke, aber es ist jetzt so mit einer dermassen grossen Wucht oben runtergegangen. Der Bläs ist nicht irgendein, aber er hat genauso keine Chance wie der Eschbacher im ersten Gang. Es ist verrückt. Der Stucki extrem spannend macht, weil der Orlik nicht allein vorweg geht, aber der Stucki selber ist
aus der Schlussgangentscheidung gestellt vom Vicky und vom Orlik. Es hat die zwei absoluten Top-Favoriten gebraucht, für ein Stückchen hier zurückzubringen. Frust für Berner. Eine Situation, wo Bündner und Ostschweizer insgesamt zweifellos damit leben können. 8-7-5 denke ich mir realistischer als 9. An der Stucki überkommt das 9. Schau, Orlik 8-7-5. Ja, interessant, dass man da differenziert hat auf Allfelder Stucki. Holt sich 4 Kränze. Und vielleicht, wer weiss, verwirklicht er tatsächlich sich in 2-3 Stunden. Oh, jetzt allerdings der Mathis! Ja, da verwirklicht der Mathis voll. Da hat er jetzt richtig durchgezogen. Müsste er hocken. Kommt man hier an, nimmt den Oberarm, kann aussen dran stehen. Mehr oder weniger gesichert. Das Gleiche gilt für einen Wiegert, der vor dem Bösch kassiert ist und der hier schon gerade einer Niederlage entgegengeht. Der Wiegert, der Ungestüm. Ja. Ja, er hat hier probiert, den Bösch anzuspringen. Es fällt mir gerade ein kleines Leeren dort, der KT und der Bösch lässt sich natürlich die Chance nicht lassen. Er bleibt extrem dran. Probieren wir auch, in den Haken reinzukommen. Und noch das zweite Mal, der Bösch dreht ab, der Wiegert bricht ein. Und da ist auch arge Nöte rein. Und der Bösch bleibt konsequent dran, schraubt weiter, bis er Wiegert umher. Ganz offensichtlich bewährt. Die Zweisprache ist auch nicht die ganz grosse überraschende Worte. Das ist häufig auch nur einfach noch so ein bisschen gutes Zureden. Ein bisschen mental stärker. Das reicht manchmal auch absolut. Da muss man nicht mehr dann einen absoluten Geheimtipp geben wollen. Das nützt meistens auch nicht mehr. Aber irgendein paar aufmunternde Worte oder so, das ist wirklich sie. Aber keine Hexerei oder so. Einzig. Glarner wieder. Glarner! Der Glarner kommt gut rein! Man muss sicher schauen, dass er Mathe gut hat, weil er hier eine sehr gute Brücke hat. Also wenn er ihm hier noch ein bisschen Luft gibt, wird er versuchen, über die Brücke wegzukommen. Und er findet Entscheidung. Der kleine Matthias gewinnt. Der Kampf gewinnt zum vierten Mal hintereinander. Also die Aufholjagd vom Glarner. Nach zwei Niederlagen um ihn gestellt. In den ersten drei Kämpfen geht weiter auf ihrem Konto. Der Herrscher und der Studemann können sich mit einem Sieg in diesem Kampf zum Eidgenoss machen, beziehungsweise zum zweifachen Eidgenoss im Fall vom Herrscher zum neuen Eidgenoss beim Studemann. Der Studemann zieht, wie man ihn kennen. Wow, der Studemann! Der Studemann! Ja, er bringt den Herrscher hier zurück. Ich denke, das ist auch er hat es, der Studemann ist Eidgenoss! 19-jährig, Riesentalent. Er hat hier zuerst kurz angezogen. In dem Moment, wo er spalten will, probiert der Herrscher zwar noch abzurutschen, ins Kreuz zu lenken. Aber der Studemann bleibt so konsequent dran. Hier noch zuerst mal geht er mit der Brücke weg, nimmt ihn sofort wieder zurück. Und da war er unten, der Herrscher. Der im letzten Gang noch eine Chance bekommt auf den Kranz. Er hier hat ihn schon nach 7 Kämpfen, der Studemann Fabian. Das ist keine Überraschung. Noch sehr zahlreich. Im vorderen Teil der Rangliste vertreten. Wenger, der Wenger. Oh, Wenger mit einem wunderbaren Zug. Und mit einer Zähne. Und mit einem Kranz gewinnt. Super, wie er hier den in Luft noch ein bisschen abbremsen. Dann wollen wir gerade nachhelfen, sich ausdrehen. Hier, der Döbeli will hier nachhelfen, bremsen ein bisschen ab und gewinnt platt. Also für diesen Wenger. Er wird ja noch die Zeit schwingen können. Das Eidgenössische, auch wenn er nicht noch einmal um einen Königstitel hier mitschwingt, kann das Ganze etwas Wichtiges werden für die nächsten Jahre. Der hat so befreit geschwungen. Du hast es heute schon mal gesagt, auch so freudvoll. Häufig das Lachen im Gesicht, das man jetzt auch wieder sieht. Es gegangen würde es wirklich zu erreichen. Reichmuth, oh, gumpet an der Eschbacher an, Blitzsieg! Ja, das war sehr überraschend, dass es so schnell geht. Reichmuth schlägt eigentlich der Eschbacher, ich würde mir selber auch etwas die macht. Das ist manchmal gar nicht so eine schlechte Strategie. Viele Schwinger sind auf die Schwinge, die sie machen, sind sie auch ein bisschen anfällig. In diesem Fall auch. Super Taktik vom Reichmuth. Als erster Angriffsschwung gerade der richtige gewählt. Eschbacher Mathis
Matthias Sechs, zweite Niederlage. Der Vicky Joel und der Reichmuth Pirmin, die zwei Innerschweizer Giganten, haben der Eschbacher bremst. Das wird schon so rauskommen. Aber da hier kann theoretisch ein Schlussgang Gegner entstehen von einem von den Top Cracks, der Stucki. Ja, der Stucki kommt schon im ersten Zug ganz gut rein. Es wird jetzt so Druck aufzubauen. Schneider kommt schon die noch gegen den Gegner wieder raus, aber da ist natürlich der Stucki oben drauf, das sind noch ein paar Kilo mehr als normal. Hey, aber der Schneider hat ja Kraft. Es ist ja unglaublich. Ja, erstaunlich ist, dass er eigentlich die Hüfte fast streiten kann jetzt wieder. So entgegen hat, aber auch das Schlussmoment nützt das nicht. Jetzt ist der Stucki in Führung. Drei, die vor ihm klassiert waren, vor diesem Kampf, tatsächlich können stellen und ja, möglicherweise aus dem Schlussgang stellen. 2-1, der Gang ist gestellt. Der Gang ist gestellt, der Orlik und der Schurtenberger ohne Sieger und der Stucki zieht an diesen zwei vorbei. Schaut an, Luzerner Handschlag. Der Schurtenberger hat immer gesagt, ich weiss, was meine Rolle ist. Ich stelle mir Dienst vom Reichmuth, vom Vicky, aber jetzt ist jetzt greift der Orlik hinterher. Jetzt ist er drunter, der Vicky Joel steht im Schlussgang. Und das müsste eigentlich ein 10 geben. Das heisst, der Vicky geht mit 1,25 Punkt Vorsprung in den Schlussgang. Von Weissenflug. Von Weissenflug! Oder von Weissenflug, Kilian! Mit einem absoluten super Resultat an diesem Eidgenössischen. Und für einen Fankhauser Marco wird es wahrscheinlich knapp nicht länger. Er wird hoffen, dass der Kranz tief rausgeht. Hier nochmal die Entscheidung. Hier kurz angezogen, nicht ganz sauber gespalten zuerst, aber immer in Vorwärtsbewegung gewesen. Lenkt während dem Gehen noch zusammen. Von Weissenflug, Kilian Zimmermann. Gleich 23, passionierter Schweizer Örgeli-Spieler und vor allem hat er auch einen Fitnessraum im Keller von seinem Elternhaus. Das ist schon einer von denen, der alles macht, um erfolgreich zu sein in dieser Sportart. Und das mündet im Titel Eidgenoss, den er seit heute auf alle Zeiten hat tragen. Das, der hier gegen Ulrich Andreas seinen letzten Kampf bestritt. Ja, der Ulrich geht mit der gleichen Punktzahl wie der Fankhauser. Und der Eschbacher. Er macht im ersten Zug alles klar. Jetzt ist er Eidgenoss, der Eschbacher Matthias. Und auch er mit einem absoluten Spitzenresultat. Er wird im gleichen Rang sein wie der von Weissenflug, Kilian. Es ist ein Zeitchen gegangen, bis der unglaublich kräftige Emmentaler Eidgenossen geworden. Jetzt ist es und das ist mehr als verdient aufgrund von dem, was wir in den letzten Jahren von ihm gesehen haben. Der Ulrich Andreas auf der anderen Seite, ja, schau da, die zwei Berner. Der Ulrich auf der anderen Seite, auch der muss hoffen, dass hier der Kranz bei 74-25 rausgeht. Und ja. Jetzt mit kurz. Böst Daniel. Oh, er wird ganz weit vorne sein, der Rangliste. Nicht ganz auf der gleichen Höhe wie der Eschbacher oder von Weissenflug, aber unmittelbar dahinter. Und hey, nicht mehr viel im Sinn. Es geht noch ein paar Sekunden. Man wird sich jetzt hier noch ein bisschen Zeit lassen, nachher freundschaftlich die Hand geben. Am Schluss können beide zusammen mit dem letzten Ergebnis hier erleben. Zug war lang, Zug war streng. Beide zusammen werden, das behaupten jetzt einfach mal, beim anderen Eck ist die Chance noch grösser. Sie werden als eidgenössische Kranz gewinnen. Zwei Kranz, wie es noch nicht gesagt ist, dass die zwei einen Kranz gewinnen. Wie gesagt, ein Gestellter. Ja, gut, wir sind verstehen, in allen Fällen könnte ein Gestellter legen. Aber der Wiegert wird eidgenoss. Und das, nachdem er drei Jahre lang
gegen Verletzungen gekämpft hat. Das letzte Jahr hat er verpasst, das vorletzte Jahr das, davor auch in dieser Saison unglaublich gut zurückgekommen. Vier Eidgenossenkämpfe hier, 18 insgesamt in dieser Saison. Hei, hei. Wiegert hier mit innerem Haken. Bleibt nicht bis zuletzt drinnen, geht aber sofort nach. Hat die Geister gut im Griff. Will da von Druck geben. Und da gibt es für den Geisser kein Rauskommen. Und mit dem Jubel von Wiegert Michael kann man in verschiedenen Orten der Schweiz mitjubeln. In der Innerschweiz. Der Wiegert hat Heimatort Arz. Ja, ich bin nicht sicher, ob es ein 9 wird. Also jetzt muss ich das Ganze noch einmal richtig stellen. Der Müllenstein Mike, der hat den Kranz. Das wage ich euch zu behaupten. Der Glarner mit einem 8,75, was es wahrscheinlich gibt, kommt auf 74,5. Ja, 2,875, 74,5. Das hat jetzt Estavayer gelenkt für einen Kranz, das hat jetzt Burgdorf gelenkt für einen Kranz und es ist nicht sicher, dass es hier lenkt für einen Kranz. Vielleicht schon. Gäume wieder im Brienzer rückwärts. Oh, der Gäume! Der Gäume! Der Gäume gewinnt den Kampf und gewinnt der eidgenössische Kranz. Wie übrigens vor kurzem auch gerade der Schule Christian. Oh nein! Werner, bitte nicht, dass er sich hier wehrt. Brienz rückwärts, etwas, was man selten sieht. Knallt hier schon voll auf die Achseln runter, der Schlegel. Also, ich kann zuerst ausdrehen, der Gäumer bleibt aber satt dran, kann er zurücknehmen. Parallel zu dem Geschehen hier hat sich auch der Schäuber Lutz ja, möglicherweise zum Kranzgewinner gemacht. Er hat seinen letzten Kampf können gewinnen können. Ich habe nicht gesehen, mit welcher Note. Also 74. Ja, der Kramer muss sicher hier auf sich schwingen. Das macht er. Steht hier sauber raus. Sieht ganz gut aus. Ja, der Kramer, Lario, ist Eidgenoss. Petschard Reiner, der diese Chance auch noch hatte, er packt es nicht. Der 32-Jährige war wahrscheinlich seine letzte Chance. Der Kramer Lario hingegen, der ebenfalls einer der neuen Eidgenossen. Er geht auch ganz resolut zur Sache, ist es seiner Sache sicher. Kreuzgriff, steht raus in Übersprung. Ich kann hier Petschard am Boden übertragen. Und Südwestschweiz hat ab sofort mindestens ein aktiver eidgenössischer Kranzschwinger. Das war parat für einen Fußstich. Ja. Mathis Marcel! Mathis macht hier alles klar. Unwiderstehlich. Der Tatsch als Knie. Wir können sofort den Oberarm fassen, rausstehen, aus das Bein, äußeren Haken. Auf den Zucker vor dem eidgenössischen Beam daheim. Reichmuth, Reichmuth! Und jetzt Reichmuth! Der Reichmuth! Ja. Oh, er hat sich hier absolut zurückgekämpft. Das wird ein Spitzenplatz werden für ihn. Orlik mit kurz. Jetzt kommt er ganz gut rein, der Orlik. Es wird ihm ja wohl nicht das dritte Mal passieren, dass der Studer mal rauskommt. Ja, jetzt ist er wesentlich. Jetzt wird er immer und immer wieder aufzunehmen. Jetzt muss er gehen. Jetzt geht ihm Kraft aus im Rumpf. Der Orlik hat ihn Mühe gemacht. Der Sieg im letzten Gang ist ein kleines Trostpflaster auf den Umstand, dass es nicht hat gelangt, den Schlussgang zu erreichen. Bei Orlik Harmon. Super. Das ist irgendwo im Bereich des Dachs. Am Morgen haben die zwei 7 Minuten gegeneinander geschwungen. Jetzt werden es 16 sein im Extremfall. Also das können lange 16 Minuten werden. Gut! Stucki, oh, Stucki, kurz. Stucki! Oh, der Stucki! Oh, der Stucki! Stucki ist völlig, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das ist genau das. Wenn ich nicht recht gewusst, wie der Stuck rauskommt, er kommt raus und reisst.
Er macht ein einziges Mal einen Fehler und die Bahn ist offen. Hei, 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 hei. Der älteste König von allen Zeiten, das Horrorszenario für Wikis und für die Innerschweiz, für Stocki ist König. Wie bitter ist das für ihn? Und wie gross für ihn? Alle Statistiken hat er wieder leid.